jetzt wird mich auf jeden Fall die EXP interessieren. Die sind ja theoretisch genau das gleiche Level wie Antiquary. Bei Antiquary würde ich jetzt behaupten, mit Scroll bekomme ich 0,04 bis 0,05. Schauen wir mal, wie es hier ist. Ich weiß nicht, wie die HP da ist. Bei Antiquary. Wichtig ist nur, dass wir sie mit einer Action-Slot-Ladung down kriegen, was wir auch kriegen. Okay, gut, ich habe jetzt nicht hingeguckt. Lost. Nochmal. Also, ich will jetzt nicht lügen, aber das ist mehr. Hätten wir jetzt hier noch 150% Bonus, weil wir hier unsere 7 Leeches hinterherrennen haben. Die nächste Quest dafür nimmst du in Darkhorn City an. Das ist auf jeden Fall ein guter Call. Warum sind hier so ustwenig? Habe ich hier so eine Eier poppen? Let's poppen. Ja, dann erstmal. Jetzt erstmal so 10 Akkus kommen hier erstmal raus und killen mich alle. Ja, 2 Akkus. Moin. Moin. Und die hauen 1k. Was sind denn das für Larven? Ja, jetzt hier HNR, ne? Hätten wir Quickstep und alles sowas. Bestimmt krass von der EXP. Also wenn man selber zockt, macht das null aus, wie viele Leute an dir hängen. Also ich habe nachgeschaut, ich habe selbst gleich wie viel EXP bekommen, 2 oder 5. Aber rein theoretisch müsstest du ja ab, also bei 8 hast du ja einen EXP-Bonus von 150%, also müsstest du ja wesentlich mehr bekommen. Und die ganzen High-Level-Chars, die leveln ja auch so, dass denen 7 Leute hinterherfliegen die ganze Zeit. Ja. Schon die Hälfte wieder von 82 geschafft. Ob das jetzt hier so der krasse Levelort für mich ist, die Gefahr halt, dass man hier stirbt, ist schon hoch. Die ganzen Aggros. Wir gehen mal noch ein bisschen tiefer in die Materie hier rein. Tiefer ist immer gut. Ich kann mich ja eben einloggen und auch mal nachschauen. Ja, die Voraussetzung ist halt natürlich, dass du eine Party hast, die auf Schaden ist, also über Level 10 erstmal auf Advanced Party auf Schaden hast und du nur der bist, der halt den Schaden austeilt, dass du halt die größte Contribution quasi, also Beteiligung bekommst. Weil die anderen, die machen ja nichts. Dann hast du halt 150% XP Bonus. Rein theoretisch, wenn sonst die Voraussetzungen gleich sind, ohne Party oder ja, gar keine Party. Guck mal, was ist denn hier los? Okay, also Gilde Evolve. Sieht hier auf jeden Fall durch bei Pink Roach. Oh, what the fuck, was hab ich denn hier für ein Skill? Ey, mal gucken. Jetzt haben wir. Warte mal. Warte mal, bevor der mich jetzt einlädt. So, warte mal, bevor der mich jetzt einlädt. So, wir haben ja hier schon 0%. Siehst du? Wir gucken mal jetzt ganz schnell. Ja, ich will hier einfach nur einen killen. Wir gucken jetzt. 0,08. Okay. So. 0,08. Macht der Hit and Run oder braucht der Hilfe? Okay, der scheint Hilfe zu brauchen. 0,08. 150. 0,09. Floyd Pulse, hey there. Moin, moin. What's up?
Okay, also, ja, es bringt halt mehr, ne? Okay, ja, leveln wir hier ein bisschen, würde ich mal sagen. Also 0,09 ist mega gut. Wir bekommen 0,02, wenn einer von denen einkillt. Ist halt legit not bad. Der XP-Bonus, der da steht, gilt, meine ich, für das Party-Level. Party-XP. I don't understand the thing what you're saying, but I love this game. Nice. Yeah, that's what we all do, right? We all love life. It's just childhood memories for me. Mega gut. Also hier lohnt sich auf jeden Fall zu leveln. Der Unterschied zu Antiquary ist, ja, gefühlt fast das Doppelte an Erfahrungspunkte. Z-Buff hier, okay. Ja, Buffs, mega ist er hier. Volles Verpflegungsprogramm. Digga, der Dude. Schwierigkeiten. Ja, ich habe auch Schwierigkeiten. 2K-Crit. Ey, mich. Ich hätte gerade eine Fliege angegriffen. In meinem Play zocken. Also rein theoretisch, wie gesagt. Deswegen haben wir ja gerade den Test gemacht mit. Deswegen haben wir ja gerade den Test gemacht mit der Party. Wie gesagt, das waren 0,08 und 0,09. Vielleicht. War es aber auch nur ein Schwanker? Das ist irgendwas, ich verstehe dich ein wenig. Ich bin aus Holland, ha. Yeah, nice. Greetings to our neighbors. Also nochmal wegen deiner XP schauen, wie viel du für 2 Gegner Kin bekommst. Springt ja immer. Genau, das war auch das, was ich gerade so ein bisschen andeuten soll. Es kann natürlich auch sein, dass es 0,085 oder sowas sind. Where did you get the minus level? Fair Shop. Ja, dann kennen wir einfach mal ein paar. Gut, jetzt haben wir natürlich keine Schadensbeteiligung von. Das ist natürlich nochmal weniger. Müssen wir mal fragen, ob wir nochmal 0,018. Aber wieder 0,09. Ey, wir killen nicht mit einmal, das kann nicht sein. 0,09. Ein bisschen mehr Int. Ja, warum kill ich sie denn nicht mit ein Action-Slot? Sie, Sir. Das ist, glaube ich, wieder 0,09, ne? Denn wir haben ja noch, wir haben ja noch ein paar Potions, die kosten ja auch nicht viel. Wir müssen sowieso noch ein bisschen Penya loswerden und ein paar App-Coins kaufen, denn. So, jetzt müssten wir 2, 3 bekommen. So, ne, weil jetzt waren es sogar 0,10. Na, da war jetzt noch. Also ich würde behaupten, dass, dass das die XP-Bonus für dein Char sind. Würde ich behaupten. Siehst du, 0,10 sogar wieder. Also bin ich mir ziemlich sicher. Das sind natürlich halt alles so Sachen, die muss man halt herausfinden. Und dadurch macht es halt nur Sinn, dass du halt, ja, so wie vielleicht PC anstatt halt einfach mit 1 Liter, rennst du hier mit 7 Liter rum. Wenn du keine Party so wie die hier findest. Ist natürlich am allerbesten ist natürlich, dass wenn du halt einfach welche hast, die an einem guten Spot miteinander farmen oder grinden. Which server are you? I'm on La Wolf Server. I started day one. Oh, minute one. And yeah, this was the only server
Bei Kutschus. Cornix, danke für dein Follow. Nice. But I would recommend to not start on La Wolf when you are on in Europe country and your ping is on La Wolf, so worst. I guess the best you have on Mia or Glafan. But the population of players is the highest in La Wolf, I would say. I started on Glafan. I think that it's the best to just take a look on the sea server, because you will start on EU server anyway, I guess. Dark Hero is on Glafan too. Bruder, meine English Skills, da muss ich hier als Streamer ja noch mal ein bisschen Bubble üben. Historikwand. 12 KFP oder 300 Mio. Okay, das ist genau der Grund, warum ich einen Angel Wand habe. Weil es hätte auch mal sein können, dass ich selber Luck habe und einen Hiswand droppe. Ja, schade, alleine schon, weiß ich nicht, 30 bis 40 Giants, die Hiss droppen, aber gekillt habe. Mit Drop Skills und in einer eigentlich perfekten Drop Range, also maximal 2 Level drüber. Aber. Nee. Nee. Blutet mein Herz. Es ist halt einfach EU-Drop. Luck wird dafür noch aufgehoben. Für den EU-Server, das muss ich mir immer wieder eingestehen. So, die haben keinen Global Attack an, deswegen muss ich meine CS-Buffs benutzen. Damit ich hier einen Action-Slot-Kill hinkriege. Ja. Das macht das Leveln halt tausendmal angenehmer, wenn du halt wirklich mit einem Action-Slot einfach killen kannst. Nur die Voraussetzung, dass du dir halt irgendwie Activision und Refresher World leisten kannst. Meteonika-Kopf. Nice. Schick. Okay. Hoppen wir hier einmal. Die Larven. Let's poppen. Ja, also er hat hier echt Probleme. Er hatte echt Probleme mit seinen Akkus. Digga. Die lieben ihn einfach. I don't know why I'm still leveling then when I'm going to change EU when they release it. Or maybe to get some experience with quest and yeah, test some classes, I would say. Like, now we know, for the quest I did before, we need to kill the water element guard leader. So we have a high chance to get it. It's a nice experience. Before we take hours and hours to kill some wrong elements guild leaders. Guild leaders? I mean, normal leaders. Elite leaders. And just to play a bit fly. Jo, danke für dein Follow. Danke, danke dafür. 50%, läuft schon ganz gut, muss ich sagen. Oh, weggekrittet, die Sau. Spricht er mit mir? Ich hoffe nicht.
Kriegen wir die hier? Meine Buffs laufen aus. Okay. Also ich glaube, die Spawns sind aber am PC vielleicht wesentlich größer als hier. Wenn ich mich richtig erinnere. Also es könnten hier schon ein, zwei mehr sein. Wenn es natürlich gefährlicher ist mit den Aggros. No, but cheaper. Hast du auf 4P-Server gespielt oder nur auf 4P-Server? Sehr, sehr 4P-Server. Aus dem Grund, weil Offi ja, mich einfach traurig gemacht hat, ne? Seitdem denn mit Yannick Mama und dem Packet-Editor da alles drauf und drüber gegangen ist. Ich habe ja nicht mal so das Problem mit Pay-to-Win. Weil ich ja selber von der Zeit her bei mir begrenzt ist mit Spielen. Aber Geld, sag ich mal, ist schon ein bisschen was. Daher versuche ich das halt dann damit zu kompensieren. Aber wie gesagt, es war, also Bruder, Offi PC Flight war halt einfach, oder ist immer noch, es ist, da wird alles von Dupern regiert, ne? Von denen werden die Preise gemacht und alles, und das ist halt, das ist traurig. Also EPVP verkaufen ja schon perfektes Equip. Ja, da du. Ich weiß nicht, ob wir darüber großartig sprechen müssen. Es ist traurig, ne? Und ich hoffe halt, dass es mit Flife Universe einfach nicht passiert, dass man halt einfach einen Office-Server hat oder Flife halt hat, so noch ein verbessertes, ne? Wo halt das kein Thema ist. Mit Bots und Dubern und alles so und der ganze Quatsch. Ich verstehe es halt auch einfach nicht. Also es ist halt wirklich auch so, dass ich es nicht verstehe. Weil es ist ja Geld von Gala. So was für die Flöten geht, ne? Weil die Leute halt nicht in dem Cash-Shop von denen kaufen, sondern halt woanders einkaufen gehen. Dass die halt nach über 10 Jahren es immer noch nicht bekommen haben, die Methoden alle zu fixen. Ja, hier ist natürlich auch das Problem mit Bots und sowas alles. Das habe ich auch schon mitbekommen, dass Erons und sowas halt alles Bots machen. Und abgrasen. Darf ich aber erstmal noch sagen, okay, wir sind hier im Early Access. Ja. Hier sind noch keine 10 Jahre vergangen, wo die halt nicht versucht haben, das Problem zu lösen. Wie auf PC Flife. Darf ich halt sagen, okay, gib denen die Zeit. Um halt auch dieses Gespammen, Flares und so, mit der hier auf der Seite Gold Penya kaufen und sowas alles. Weil es werden ja auch alles die gleichen sein, die halt durch Erons und so dann halt das Geld, das Penya so generieren. Weil die bestimmt dann halt irgendwann die Preise durch alles abgegrast ist, können die halt sagen, okay, hier, ihr findet sowieso nichts, weil alles unsere Bots erfarmen. Und dann setzen wir das halt einfach für 10k. Holy shit, Digga. Bruder, aufpassen. Oh. Ein kurzer Puls hoch. Also hier noch so eine Einblendung von so einem kleinen Pulsmesser wäre nice. So ein Moment oder auch immer so ein krasser Ausschlag. Wo waren wir? Naja, bei dem elendigen Bot-Thema. Okay. Da muss man halt einfach gucken, wohin sich das jetzt entwickelt. Ne? Also ich habe da schon Vertrauen in Aishiro, dass er dahinter steckt, von dem Problem weiß und die auch hoffentlich löst, wenigstens bevor EU bzw. Global released wird, aber das wird ja auch nicht mehr lange sein. Also da haben wir vielleicht noch 2 Patches hin, eventuell. Vielleicht kommt Freitag noch mal einer, also morgen. Nächste Woche, und ich glaube, dann können wir schon langsam mit der Ankündigung zum Global Release rechnen. Würde ich jetzt frecherweise einfach mal so in den Raum werfen.
Er muss endlich mal CS-Items auch durch Penya kaufbar machen. Für den 4-Tages-Release. Ja, also wie gesagt, in meinem Levelbereich ist es noch ganz angenehm mit Penya, mit CS-Items kaufen für Penya. Dadurch meine Waffendrops, die ich so bekomme, die bringen auf jeden Fall gut Cash. Ja, wenn du da beim vollen Envy lernen, einfach mal so bei 8-9 Mio bist, schmeckt auf jeden Fall. Ja, Spawn könnte mehr sein. Ist halt, meine, man könnte ja den Spawn manuell so ein bisschen hochschrauben, indem man einfach die Eier poppt. Und das ist halt aber eine gefährliche Sache, wenn da auf einmal 2-3 Aggros kommen und auch noch einer davon quittet. Leider wird auf EPVP auch schon Penya für sie angeboten. Echt, ja. Hab da jetzt noch nicht so reingeguckt ins Portal, weil ich dachte, okay, brauchst du nicht mehr. Ich hoffe einfach immer noch darauf, dass so RMT-Sachen, dass sie da wirklich dahinter sind und das nicht nur so eine leere Versprechung war. Dass sie da auch Bans raushauen oder vielleicht erstmal Timeouts und dann irgendwann Bans. Dass sich das halt auch rumspricht, ne? Weil das würde ja schon reichen. Wenn die Leute einfach wissen, okay, dafür werde ich Timeoutet für eine Woche oder halt auch gebannt. So, dann können sie es ja anbieten, wie sie es wollen, dann würden halt vieles einfach nicht machen. Und die, die es machen, würden halt einfach bestraft werden. Ich sag, selbst wenn sie halt mit den Bots irgendwie nicht Herr der Lage werden. Angekündigt haben sie es ja, RMT hier wird bestraft und wird nicht geduldet. Bans, wofür? Na, für RMT, also dass du halt bei EPVP dir, weiß nicht, für 10 Euro dir halt dann dementsprechend Cash holst für deinen Charakter hier in Flipe Universe. Wenn es da wohl schon angeboten wird, dann ist das ja RMT, also halt Real Money Trading. Dass du halt außerhalb von dem Cash Shop hier dir quasi für 10 Euro oder was dir halt Ingame Zeugs kaufst. Vielleicht Shiro hat ja einen Dev-Blog angegeben und so bei Security Features, dass sowas bestraft wird. Ich weiß jetzt nicht direkt, ob mit Bann. Wurden bereits hunderte Perm gebannt. Oh, okay. Gut, das habe ich jetzt noch nicht mitbekommen. Ja. Ja, ist auf jeden Fall nice. Hast du das schon mal gemacht? Wie bleibt Universe auf jeden Fall nicht? Gelesen, dass Items und Penya eigene Unique ID haben. Das wird dann fast unmöglich sein zu duplen bzw. easy nachverfolgbar. In der Theorie auf jeden Fall. Also, wir sehen das ja als Spieler nicht, aber. Bei Screenshots von Cameron und sowas, also von welche die Rechte haben, die einen Developer-Status haben, hat man halt gesehen, dass da so eine Audites, also eine ID quasi, mit fast vielen Ziffern. Und da hat halt jede seine eigene, also ich denke mal sogar jedes, ja, weiß nicht, ob jedes Food oder sowas so eine eigene ID hat, aber ja. Und dadurch können sie dann theoretisch nachvollziehen, wenn es das gleiche Item nochmal mit derselben ID gibt, kann halt nicht sein, sondern das funktioniert nicht. Jedes Ancient-Schild und jeder Angel Wand hat eigentlich, oder AG-Axt hat seine eigene ID. Und wenn es die zweimal gibt, dann muss das ja gedupt sein, schätze ich mal. Was natürlich eine feine Sache ist. Man sich aber auch denken kann, warum gibt es sowas nicht bei Live PC. Dann siehst du auf einmal so, jede High-End-Gear gibt es irgendwie 30 Mal die gleiche ID. So jedes BPA-Equipment für Siege. Einfach dieselbe ID. Der Salat hat auch seine eigene ID, ja. Ey, das weiß ich jetzt nicht, inwiefern das, ob das jetzt ein bisschen Sinn macht, aber. Ja, nein, keine Salat-Diskriminierung. Ey, Bruder. Salat, bester. Black Day. Bringt Energie. Ey, wo sind meine Monster? 61, fast 62%, also es läuft tatsächlich mega gut. Ich meine, wir können noch mal ein Comparison irgendwann machen, wie das jetzt bei Antiquary laufen würde. Voraussetzung wäre natürlich gleiches Level, aber ich glaube, wir bekommen da ungefähr die Hälfte an Erfahrungspunkte. Okay, wir poppen kein Ei. Eier werden nicht gepoppt. Und hier kam gerade der Spawn.
Oh, Digga, warum mache ich keinen One-Time-Kill? Fehlt mir irgendwas? Ich schwört eine Fliege rum, ne? Die macht mich verrückt. Sieht man die? Langfliegen? Weißt du gerade aus dem Kopf, was Action-Skill-Item da kostet? 500 Cash, 10 Stück. Glaube ich. Also umgerechnet einer 50 Cent. Geht eine Stunde, ich sag mal, ist okay, ne? Ist okay. Finde ich jedenfalls. Es bringt dir halt legit sehr, sehr viel. Also ich finde, das Leveln ohne Action Cloud wäre mega krank, wenn ich jetzt immer nur F-Tap oder immer nur tappen müsste. Ja, passt schon, denke auch. Weil dabei ist es halt nicht, ne? Dann ist noch Refresher holt, dann ist noch Upcut natürlich für die 20%. Warum kill ich den denn nicht mit einmal? Was ist los? Das nervt. Kann ich absolut gar nicht leiden. Wir haben 50.000 fast. Also müsste ich 10.000 machen, dann wär's in Ordnung. Woran hat sie liegen? Wir hauen den raus. Gut, dass es hier geht. Und bauen den rein. Refreshen nochmal unser MP. Dann wird das Ganze angenehmer, schätze ich. Komm, jetzt ist er da vor dem Wagen. Ich werde verrückt. Jetzt haben wir über unsere 10.000. Jo, passt. Perfekt. Das ist mal so. Ja, als Psykeeper kann ich nur empfehlen, oder auch als Magier, dass man irgendwie so levelt, ne? Man muss nicht unbedingt drüber sein, aber dass einfach ein Action-Slot-Ladung reicht, um einen zu killen, dann ist das echt sehr, sehr, sehr angenehm. Gerade auch auf Mobile. Auf Mobile ist es noch mehr Krampf, wenn du immer irgendwie da so tappen musst und sowas alles. Wenn du da einfach nur die Combo reindrückst, passt. So. Inky Roach. Nächste Ampli anschmeißen. Und dann wäre interessant, ob wir mit der ein Level up hinkriegen würden. Kommt der so an Schaden? Ist der nicht ein Historikbau sogar? Und Element. Oh, der hat einen Historikbau. Der ist nur Level 76. Jau. Okay, krass. Gut, es ist kein Wunder, dass der keinen Schaden macht. Würde sonst richtig krassen Schaden reinhauen. Wir sind ja 11 Level über dem. Der hat ja sowas von einer Schadensreduzierung. Alleine dadurch. Dafür ist sein Schaden dann theoretisch nicht schlecht. Lauschfuchs schreibt, Psykeeper ist schon sehr entspannt. Kann ich empfehlen. Man braucht auch kein gutes Equipment. Jo. Das unterschreibe ich so. Ich habe ein bisschen Equipment, aber es ist auch nicht wahnsinnig teuer, ne? Also so die Preise für die anderen Klassen und alles, so nur His One, der Preis ist schon, da geiern irgendwie alle drauf. Aber wie gesagt, um nochmal beim Leveln kannst du es halt auch so koordinieren, dass die Monster dich einfach nicht anfassen. Und du kannst ganz angenehm Giant hunten, was dir natürlich Cash reinbringt, ne? Selbst wenn du jetzt sowas halt nicht selber kaufen willst und sowas und durch NPC-Verkäufer auch nicht so richtig reinkriegst, um dich wenigstens selber zu finanzieren, kannst du halt immer noch versuchen, die Hilfswaffen und sowas zu farmen. Da brauchst du noch ein bisschen mehr Glück als ich. Ey, Digga, mein Hack. So. Ah. Ja. Hatten der jetzt Vitaldrink aufgehoben? Ich glaube, das brauchen wir auf jeden Fall nicht. Das brauchen wir nicht. Eigentlich brauche ich nicht mal Satan drücken, das ist nur Zeitverschwendung. Weil die an mich sowieso nicht rankommen. Und ein Hit stecke ich auch noch weg.
Du kannst mit deinem Bild nicht wirklich HR killen, oder? Mit dem Bild auf jeden Fall, dadurch HR du ja nicht angegriffen wirst. Mein Problem bei HR, also AOE kann ich nicht. Ja, AOE heißt ja quasi, dass ich warte, dass die zu mir kommen und dass ich die dann halt kille. Ich kann aber HR mit dem Skill. Das Problem, was ich noch habe, ist, dass ich dann RM bzw. FS abhängig bin. Also ich brauche halt Quickstep, um einfach voranzukommen. Mit Blinkpool geht es einigermaßen auch ohne. Aber es ist wesentlich sicherer, wenn du Haste hast, wegen Magiebeschleunigung. Dass du mit Blinkpool und mit deinen Spells schneller bist. Und natürlich Quickstep, ne? Dass du, oh, ist sogar nur plus 5. Dass du einfach schneller wegkommst wieder, ne? Und dass du halt einfach mehr schneller collecten kannst an Monstern. Und dann würde HR sehr, sehr gut funktionieren, auf jeden Fall, als Psykeeper pur int. Gibt es keinen Psy-Skill, der AOE ist? Doch, doch, du hast einmal. Wo ist er hier? Maximum Crisis. Der ist AOE. Der macht um dich herum. Und dann hast du noch einmal den Skill. Den hier irgendwo demonstrieren. So, wir machen mal. Gut, da siehst du jetzt zwar nicht, dass der AOE ist. Aber der würde jetzt alle, die drumherum sind, auch collecten und angreifen. Und dann kannst du halt immer so ein bisschen laufen. Machst Blinkpool. Dann greifst du natürlich hier wieder mit dem Skill an. Und immer so weiter. Dafür brauchst du aber natürlich geeignete Spawns und wie gesagt auch Buffs. Am besten halt auch das Quickstep, Mental Sign und Haste Maximum ist. Weil du gehst ja davon aus, dass als HR koordinierst du es so, dass du natürlich nicht einmal getroffen wirst. Gelingt nicht immer. Aber STA bringt dir da auch nicht viel, weil wenn dich wirklich der ganze Spawn irgendwie auf einmal dich angreift, weil du zurückgeportet bist oder so, ob du da nur 50 STA gesettet hast oder nicht, du bist dann wahrscheinlich sowieso weg. Der Unterschied bei HR und AOE ist ja auch, dass du AOE wahrscheinlich eher so welche in deinem Levelbereich machst, die so maximal 2-3 Level über dir sind. Und HR kannst du halt problemlos machen bei welchen, die 8, 9 oder 7 Level über dir sind. Okay, nice. Dachte schon gerade, dass du nur AOE direkt bei dir casten kannst. Nee. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie das auf PC Flight war. Ich weiß, dass es Maximum Crisis auch gibt, aber Psysic Square, ob der da so funktioniert hat, wie er jetzt hier funktioniert, kann ich dir nicht sagen. Ob sie das als HR-Skill irgendwie umgemodelt haben, weil da haben ja einige Skills nicht wirklich hingehauen. Auf Live PC ist ja genauso wie Psychic Wall. Nutze ich gar nicht, fällt mir gerade auf. Könnte ich ja eigentlich theoretisch easy benutzen. Wir holen ihn mal raus. So, warte mal. Five Head Move. Ich hoffe, das geht jetzt nicht so direkt in die Hose, ne? Nee, warte mal. Oh lol. Okay, uns fehlt sogar eine Quest dafür. Das ist dann wahrscheinlich die Quest, die Melon Squid angedeutet hatte, die in Darkon auf uns wartet. Können die großen Eier gar nicht poppen, siehst du. Er hat Eier und Poppen in einem Satz gesagt. Egal. Nicht diesen mit mir. So, warte mal. Jetzt pass auf, Five Head Move. Oha. Ich glaube, das hat er nicht kommen sehen. Gut, ist halt jetzt auch nur eine unsichtbare Wand, ne? Und lustig. Richtiges Geräusch auch. Ich muss jemanden anvisieren dafür. Okay, krass. Schade. Gewesen könnte man die einfach so casten. ...65% und wir haben keine Ampli an. Hat aber auch keiner von euch hier was gesagt. Ihr Schweine. Hab schon mit Absicht gemacht, ich weiß es. Nice, richtig krass wäre es jetzt, wenn wir Level Up da mit der Ampli schaffen könnten.
Weil bei Antiquary kriege ich mit einer Amp auf jeden Fall keine 30% hin. Das heißt, wenn wir jetzt so gut über 30% wären, dann ist das, glaube ich, so ein Level-Splot, wo ich mindestens bis Level 85 bleibe. Shinatsu, moin moin, weiß man schon, wann das in EU rauskommt? Der Global, also erstmal sprechen ja alle, die so aus dem Team da sind, so von Global Release, ne, ob da jetzt nun, aber wir wissen ja beide, worum es jetzt gerade geht, um EU oder beziehungsweise den Global Release. Meine Spekulation ist es erste Hälfte von dem Monat jetzt, von Juni. Melon Squid hat da schon ein bisschen was angedeutet, dass es wohl irgendwo in dem Bereich sein wird. Und für die Übersetzer gab es wohl vom Head Developer, Aishiro, eine Frage, ob die Übersetzung, jetzt die deutsche Übersetzung, bis zum 8.6. fertig kriegen können. Das ist halt so ein bisschen so ein Anhaltspunkt, ne? Man sagt, okay, vielleicht bis dahin, bis 8.6., dann will er einen Patch raushauen und die Server starten für EU oder Global. Und dann geht's auch schon los. Also, warte mal, was passiert hier gerade? Was ist mit den Leuten los? Die hauen alle ab. Nein! Mach nicht diese. Ich habe eine Ampli angehauen. Was ist los? Ja, okay, danke, ja. Also das wäre so jetzt vorab, aber eine offizielle Nachricht oder Information, da gibt's nicht. Aber hier fand ich damals einfach so geil, der Hauptgrund, dass ich mich in Live verliebt habe, echt, ja. Ich muss sagen, AOE war für mich immer sehr stressig, dadurch, dass du halt sehr auf HP und alles halt achten musstest und dein Equipment, und ich finde halt One-on-One, so wie jetzt, mega entspannt einfach. Aber vielleicht liegt es halt auch einfach an meiner Faulheit. Oder dass ich halt so ein lazy Gameplay bevorzuge. Ohne große Gefahren. Aber AOE, würde ich halt einfach behaupten, bringt dich am schnellsten voran, ne? Levelst du am schnellsten mit. Ja, jetzt finde ich es auch entspannt und XP trotzdem gut, ja. Aber AOE ist schon besser, also das merkt man schon, einen Unterschied zwischen den ganzen Rangern und Windfield-Elementoren, die halt schnell mal so einen ganzen Spawn collecten können. Wilder Sound. Aber als Kind haben wir mehr gebockt und der Nervenkitzel. Ja, deswegen, also es ist auf jeden Fall krasser so vom Feeling und Gameplay her, als jetzt nur. Ja. Und die ganzen Dudes enttäuschen mich jetzt gerade. Um ehrlich zu sein, okay. Wie geht denn jetzt meine EXP runter? Wir gehen mal ein bisschen hier hinten hin. Ne, 93%. Kriegen wir noch 0,09? 0,09 kriegen wir, das ist eigentlich immer noch entspannt. Wir haben jetzt keine Dropskills von der Party, kein gar nichts mehr. Die zehren jetzt nur von meinen Erfahrungspunkten. Frage, ob wir einfach mal Channel wechseln und gucken, ob woanders noch was abgeht. 0,09 ist auf jeden Fall alles andere als schlecht. Wenn die mich jetzt nicht mehr buffen, keine Dropskills mehr laufen und. Das Ganze ziemlich unattraktiv. We're going to get off the night. Okay, ja gut, bei denen ist es ganz, ganz andere. Ja, siehst du. Xbox. Die hauen halt einfach ab, ne? Ja, okay. So. Warte, jetzt hier lieben auch schon die Party und alles. Wir müssen hier auf jeden Fall XP schaffen, mal so ein Level up. Da sehe ich mich auf jeden Fall drin.
Ich will nicht auf dem ersten großen Server sein bei EU-Release. Ja, ist halt die Frage, inwiefern die jetzt umstrukturieren oder umplanen von dem C-Release, weil es ja doch schon wesentlich mehr war, als die gedacht haben. Und die ja von der Wolf ganz am Anfang wahrscheinlich nicht mal die Hälfte an Serverkapazität hatten, die sie jetzt wahrscheinlich mittlerweile aufgebaut haben. Muss man sehen, wie auch der Andrang ist. Bei C muss man halt sagen, C-Server sind da die ganzen C-Leute drauf, ne? Plus sehr, sehr viele, die halt jetzt auf Global denn spielen würden. Also hier wird es ja dann wahrscheinlich radikal die Spielerzahl erstmal runtergehen. Weil alle EU-Spieler dann natürlich auf den eigenen Server dann wechseln werden. Ah, mein Schaden sinkt dahin ohne Buffs. Traurig. Ja, inwiefern voll das jetzt denn halt noch wird, so alles, werden wir denn sehen. Und wie viele Server die überhaupt starten, ob sie dann auch erstmal nur mit ein reingehen, wie sie es hier bei C gemacht haben, weil sie denken, naja, werden wohl nicht so viele werden. Keine Ahnung, wird man denn sehen. Aber ich möchte natürlich dann gleich am ersten Tag auch loslegen und spielen, dadurch auf eine weitere Servereröffnung in der ersten Woche dann zu warten. Oder denn nochmal wieder neu anzufangen. Wird wahrscheinlich nicht so passieren. Passiert da hinten irgendwas, oder? Deswegen, Stabilität geht mir das nicht. Ich will mehr dort also sein, wo weniger Cash-Awaits sind und Inflation nicht so schnell passiert. Ja, davon ist auszugehen, dass das natürlich auf den allerersten Server sehr klar ist, weil die ganzen Whales und Hardcore-Player, die halt so übelst reingrinden, für die das Leben ist, wie für mich, werden natürlich dann auch den allerersten Server gleich spielen und da wird natürlich am meisten abgehen. Auch inflationstechnisch. Das ist ganz klar. Ich weiß nicht, gab es mal so einen Vergleich mittlerweile, so zum Beispiel jetzt La Wolf und Mia oder Glafan, einfach Reise und auch Spieler an sich, wie. Weil da könnte man ja schon mal ableiten, wie sich das jetzt nun mittlerweile unterschiedlich gestaltet hat. Hier die Preisentwicklung ist huge, ne? Bei F-Coin, hier steht natürlich nicht bei F-Coin 22M. Ich glaube, dafür kriegt man kaum F-Coins. Die sind wahrscheinlich eher so in Richtung 25 Mio jetzt. Ja, es nervt jetzt hier gerade so ein bisschen. Guck mal, da bufft einer. Moin, Buffs Place. Solange ich noch ein bisschen. Ja, immerhin das, ne? Solange wir sie jetzt hier noch ein bisschen mit einem Action-Slot killen. Meine, mehr Monster für mich. Man muss auch mal das Positive sehen. Torik-Jojo. Ich wüsste halt legit nicht, ob ich als Jester nicht eher auf Guardian-Jojo setzen würde, bis Level, bis ich ein LG-Jojo habe. Bei der Guardian-Jojo ist mega lecker von den Stats, ne? 15% ATK-Speed und 15% Crit-Rate. Naja, auf 100% kommst du ja wahrscheinlich sowieso nicht, jedenfalls nicht ohne GT. Dennoch die Crit-Rate, weil 100% Crit-Rate hast du genauso wenig. Und wenn er halt nur auf His Jojo setzt, plus Cruiser Suite, ich weiß halt nicht, ob wie viel Crit-Rate du bekommst. Ich meine, du hast zwar den Self-Buffs und durch Decks eine hohe Skalierung, aber wenn du dann am Ende doch nur bei so 50-60% landest und jeder zweite Hit nur ein Crit ist, weiß nicht, ob es dann nicht sogar besser ist, einfach Cruiser Suite, also Cruiser Set, Level 45er plus G-Jojo zu nehmen bis Level 105. Das wäre eigentlich so mein Plan gewesen als Jojo Jester. Ja, ist ja nice, dass du so 30% Crit-Schaden fast hast, aber wenn du dadurch nie crittest und weniger ATK-Speed hast und sowas, weiß ich nicht, ob die DPS dann am Ende wesentlich höher sind.
Jedenfalls so mein Gedanke, wenn ich immer sehe, dass halt alle mit Tissue rumrennen. Aber nur beim dritten Schlag oder so mal kritten. Und dann diese niedriger, relativ niedriger ATK-Speed haben. Dafür ist Flypolator halt relativ nice. Wir haben jetzt in 10 Minuten, oh, wie viel Prozent gemacht? 5%? Kann das sein? Angelbone 65M, Angel 250M, Angel Sword 80M, Angel Bow. Die meisten rennen halt alle mit Tiss rum, ne? Ich weiß jetzt nicht, His Sword? Einhand oder Zweihand? Weil Einhand ist, glaube ich, 300 Mio wert oder so. Ja, da müsste ich jetzt aber lügen, ne? Einhand. Ach, das ist Mia, ne? Glafan. Okay, Glafan sind sowieso andere Preise. Wundert mich aber, dass Angel One zu teuer ist. TBH. Oh, mein Damage ist gedroppt. Jo, Glafan-Server, weil hier ist His Sword wesentlich mehr wert. Würde ich jetzt behaupten. Und Angel Wand habe ich, wie gesagt, für 50 Mio. Also das ist jetzt gar kein so großer Unterschied. Habe ich für 50 Mio geholt. Party zerfällt. Mega. Scheiße. Ein XP-Bonus. 300M ist schon hart. Ja, die Preise hier, also... Legendary Golden Sword. Auch 300 Mio. Ja, vielleicht lag ich auch falsch mit His Sword. Vielleicht sind es auch nur 150 Mio. Aber ich würde behaupten, das letzte Mal, wo ich es gesehen habe, das war schon relativ viel, was die verlangen. Haben wir hier irgendwo so einen Call? Nein. Irgendwie nicht so aus. Hisswaffen, die gehen richtig gut. Zum Glück droppe ich davon keine. Sonst wäre ich reich. Aber nein. Ich mag ja auch so ein bisschen die Herausforderung. Ne? Wäre ja langweilig, wenn ich alles gleich droppen würde. Okay, ich würde mal behaupten, wir versuchen mal ein bisschen die Channel hier einfach zu switchen. Und gucken, ob wir einen besseren Spot, eine bessere Party finden. Wenn nicht, dann wenigstens eine Party, wo alle Skills an sind, auch Global Attack und sowas. Guck mal. Oder ich kann nicht schreiben, looking for Teammate. Kommt, sei nicht so egoistisch. Mal der Damage von dem. Der hat auch zum Beispiel ein Hiss-Jojo und dann levelt der mit Skills, ne? Na gut. Egoistisch? Hallo? Oder? Okay. Aber immerhin gibt es wenigstens... Na, siehst du. Einen anderen habe ich aber nicht, ne? So, wir kriegen unsere 0,1%. Oder? Obwohl wir nicht 150% Bonus haben. Ne, sind nur 0,9 jetzt gerade gewesen. Richtig ist ja wieder nur 0,09 dazu. Buffer ist nur noch online. Ja, Buffer ohne Buffer ist mau, ne? Nein, ich habe keine M. Gut. Verstehe kein Wort. Wir haben noch 45 Minuten, um die
27% zu schaffen. Da müssen wir uns jetzt auf jeden Fall ranhalten. Ich würde immer noch behaupten, das ist möglich. Aber dafür müssen wir auf jeden Fall 44 Minuten hier gut reingranken. Wenigstens haben wir Global Attack und Drop Skills. Und keine Monster. Öffnen wir hier einmal so ein Eck. Sah da richtig geil aus, gerade der Backstep mit Blinkwing. Geht der da rein? Der geht rein. Kennt da gar nichts. Also ich habe mir mittlerweile immer gesagt, so am Tag ein Level up, das wäre schon gut, wenn wir das schaffen könnten. Aber ich würde sagen, würde ich hier jetzt da richtig nice reingrinden, da würde ich auf jeden Fall zwei schaffen. Es ist halt einfach so XP, wie man das so mit Level 70, Anfang Level 70 bekommen hat. Merkt halt jetzt einfach so in den 10er Level Schritten so von so 60, oh, geht noch ganz angenehm, so mit 70. Ja, ist schon langsam echt schleift, ne? Bei 80 ist so, uff, Bruder, ich bin noch nicht Level 110, was ist los mit der XP? Oh. Au, 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 okay. Wir kommen hier gerade in eine schwierige Situation. Aber ich liebe Herausforderungen. Okay. Davor habe ich Angst vor den hohen Level und dann, wie die XP immer weiter sinkt. Ja. Beschissen ist dazu, dass dann auch dein Schaden irgendwie gefühlt immer weiter sinkt. Du auch immer länger brauchst. Ja, die unterhalten sich und ich verstehe kein Wort. Aber das ist halt natürlich auch ein bisschen der Sinn von so einem Free-to-Play-MMORPG. Dieses Wellenleveln, dass es mal schnell geht, dass du weißt, okay, geil, ja, so geht's richtig schnell, das ist mega nice, ein geiles Feeling hast und irgendwann geht dieses Feeling aber weg und du, naja, wie komme ich jetzt da wieder hin zu diesem Feeling? Cash natürlich. Dann kommt gerade so ein Pop-up, so, ey, hier 20% mehr Schaden durch das und dies und jenes. Ja, stimmt, ey, dann will ich schneller leveln, na, dann gönne ich mir mal. Oder so eine Amp. Dann hast du erstmal dieses Feeling wieder. Okay, das sind schon wieder keine Monster. Es ist halt, ne? Okay, der hat mir erstmal ein bisschen was abgenommen. Was war denn das für ein Skill gerade? Ja. Sieht krass aus. Warum sind die hier nicht invited? Die würden ja ein bisschen XP dazugeben. So haben wir jetzt 56%, naja. Ist okay, besser als die andere Party. 74%, 26 noch. Spannung steigt. Nicht. Danke für dein Follow. Sehr, sehr nice. Danke dafür. Und der Jan 238. Auch danke für dein Follow. Zwei Follows hintereinander. Nice. So, den müssen wir hier mal ein bisschen rauskitzeln. Wheel of Steel Server La Wolf Server. La Wolf. I'm playing on La Wolf Server. Because I. Started on first date.
And it was the only server available. Ding Stonecard. Aber hier kann ich dann wenigstens gegengehen als Abwechslung. Wie meinst du das jetzt bei LaWolf oder bei dir auf dem Server, weil es nicht überlaufen ist? Hier ist es mit gegen bei LaWolf auf jeden Fall schwierig. Also es geht so, so ein paar Giants sind nicht so überrannt, aber man muss halt auch gucken, dass man halt immer weit oben ist vom Level her, ne? Weil zum Beispiel jetzt Guardian-Waffen, da ist der Himmel voller Leute, die auf dem Board hocken und dann halt die Giants farmen wollen und die ganze Zeit Server wechseln, um irgendeinen abzukriegen. Das bockt halt gar nicht. So bei Hopper und Mushpoi, da ist noch ganz angenehm, den Giant mal rauszukitzeln. Da findet man öfter mal was. Obwohl, hier ging da bei mir nichts mit halbwegs, was ich noch EVP. Ich glaube, ich habe mit einem Blade mal gekickt. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwas mal gedroppt habe, irgendwas Cooles. Ich glaube, mal Giant Elder Guard habe ich gefarmt. Ob da mal irgendwas rumkam? Ich glaube nicht. Irgendwie, Giant Hunting, muss ich sagen, lag mir noch nie. Also, dass ich halt einfach mal so gesagt habe, okay, drei Giants hintereinander, drei Drops und so. Weil bei manchen, die schauten, ne? Wo kommen denn die Drops her? Also, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch irgendwelche Methoden, die ich halt nicht kenne, um die Drop-Chancen auch weiter zu erhöhen, außer Party-Skills und in der Drop-Range zu sein. Aber auf jeden Fall ist das Glück absolut gar nicht bei mir. Digga, holy, das war jetzt eine knappe Sache und ich weiß nicht, ob ich das normal mache. Ja, ich muss mir halt einfach nur noch immer noch einreden, dass ich meinen Drop Glück einfach für den EU-Server oder Global Server aufhebe. Du bist halt kein Lucky Boy, sieht nicht so aus. Sagt man nicht immer, Pech im Spiel, Glück in der Liebe? Ja, Spielo. Ja. Nee. Ist auch nicht so meins. Ich verstehe schon, ne? So den Reiz und alles sowas, so ist nicht. Aber ich habe immer noch den Gedanken, so nach dem Motto, die Bank gewinnt ja eh. So, ne? Also. Weil viele ja wirklich reingehen und sagen, ja, du, ich gehe heute mit dem dicken Cash nach Hause. Die Chance ist halt einfach nicht da, weil so würden die Automaten ja nicht funktionieren, wenn jeder mit Gewinn rausholt. Irgendeiner muss verlieren. Und sich einzureden, dass ich genau der Lucky Boy bin. Schwierig, nee. Hab ich zum Glück nicht. Aber ich kenne auch genug Leute, wo es halt nicht so ist, ne? Die halt dann doch da immer am Tag der Auszahlung von Arbeitgeber dann erstmal direkt in die Spilo gehen. Aber ist bei mir zum Glück nicht so. Ja, ist auch so. Ja, ist wirklich so. Das sollte man sich irgendwie immer hervorrufen. Wie gesagt, dass dieses System mit Automaten nicht funktioniert, wenn jeder gewinnen würde, wenn immer bei jedem irgendwann mal der glückliche Tag kommen würde. Ja, klar, welche haben Glück, ist halt einfach so, ne? Aber dann würde ich halt dann vielleicht, denn, wenn man an seinem eigenen Spielerglück glaubt, dann doch lieber sagen, okay, dann mach sowas einmal wöchentliches wie Euro-Jackpot oder sowas und probier da dein Glück. Aber halt immer so in die Spiele zu gehen mit Geldautomaten und wenn du selbst keine Kontrolle hast, mit zu sagen, okay, heute nur ein Puffi oder so. Ah nee, dann mach's nicht. Aber klar, die Kontrolle über sie selbst zu haben. Digga, der verreckt Hardcore, der verreckt Hardcore. Dann würde es halt auch keine Spielsüchtigen geben, ne, wenn jeder selbst die Kontrolle über sich selbst so gut hätte. Und dieses System würde halt auch nicht existieren. Glücksspiel. Prozent. Und wir haben noch 34 Minuten. Okay, ich habe den jetzt. Jetzt müssen wir aufpassen. Prozent.
Es sieht irgendwie nicht so aus, als ob wir es wirklich schaffen, ne? 21% noch. Wird auf jeden Fall eine knappe Sache. Ich denke mal, wir werden irgendwo so bei 95% vielleicht landen. Das ist auf jeden Fall die Viecher hier killen. Die bringen wirklich viel. Die Larven bringen gar nicht so viel. Ich glaube 0,04, wa? Ba. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, was er jetzt mit seinem Equipment, wäre ja ganz interessant. Ausrüstung ansehen. Ach, der hat gar keinen, okay, falscher Call. Hat er nicht mal ansatzweise ein Hess-Jojo. Sah halt nur so aus. Ich finde halt dieser Jester-Skill macht mega gut Schaden, ne? Multi-Step, wo er so übelst auf den Rauch prügelt. Der levelt halt legit auch die ganze Zeit damit und der insgesamte Damage-Output. Der hat den, glaube ich, gerade mit zweimal casten. Hat er den niedergestreckt. So. Also die Spawns könnten besser sein. Gerade wenn man sich jetzt vorstellt, man ist doch ein bisschen mehr, Leute. Ja. Dann wäre das hier einfach zu wenig. Dann müsstest du halt wirklich immer diese Dinger auch poppen. Wofür sie ja eigentlich auch da sind, aber es ist halt saugefährlich. Da sind man bei Bleib einfach nicht gewöhnt, dass etwas auch ein bisschen anspruchsvoller sein kann. Gefährlich sein kann. Man will halt einfach so entspannt hier seinen Grind durchziehen, so, ne? Eine EXP-Farm ohne Risiko. Wenn man schon so ein endlos Grind-Game hat, so, wo man für Level 120 einfach ein Jahr braucht gefühlt. Ne, die ersten werden schon bald erreichen. Sind schon ein und für sich. Die mittlerweile über Level 100 sind. Mehr als ich dachte. So, dafür, dass nicht mal ein Monat vorbei ist. Doch, geil, bekommt man mehr EXP in der Mine. Auf jeden Fall. Also den Test habe ich gemacht bei Antiquary, die auch Level 87 sind. Bekomme ich mit einer Armscroll so 0,4 bis 0,5 maximal. Also normale, nicht Captain. Die halt auch Level 87 sind. Und hier bekomme ich 0,09 bis 0,1. Also da ist nicht so ein bisschen Unterschied, wo man sagen kann, okay, vielleicht liegt es an voller Party hier oder ist das da. Sondern du bekommst hier definitiv mehr. Muss halt immer nur gucken, wie es halt auch so mit den Spawn halt so an sich ist, ob es für dich jetzt Sinn macht, da zu leveln, so, weil der Spawn angenehm ist. Oder sind vielleicht zu viele Aggros, du gehst oft drauf, verlierst immer wieder Erfahrungspunkte, musst wieder hinlaufen durch die Mine und erstmal hinfliegen. Macht das Ganze natürlich nicht so viel Sinn, ne? Aber ich sag, oh, der braucht schon. Ja, der bringt die Aggros zu mir, du. Was ein Dude. Er bringt erstmal schön die Aggros zu mir. Aber mir gefällt auf jeden Fall, wie der Jester da mit den Skill levelt, ne? Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und dadurch, ja, Jester dann auch auf EU spielen will, gibt mir das so ein bisschen Hoffnung, dass ich auch ohne RM einfach zocken kann. Und trotzdem ganz gut angenehm leveln kann. Was macht er ja auch? Der hat ja theoretisch keine Buffs, ne? Nur seine Self-Buffs. Und der kloppt die eigentlich ganz gut nieder. Welches Level ist er? 87, okay, der ist aber auch auf dem gleichen Level, muss man dazu sagen. Bist du gegen Multi-Client? Ja, was heißt Multi-Client? Ich bin halt einfach gegen höheren Aufwand. Wenn man das jetzt einfach so als faule Sau betrachten würde, ist es halt nervig, zwei Bildschirme anzuhaben. Gerade wenn du halt so wie ich jetzt gelegentlich mal ein bisschen streamen willst, dann bräuchte ich jetzt, also entweder müsste ich jetzt meinen Bildschirm rechts, wo der Stream drüber läuft und der Chat und alles, irgendwie halbieren, dass ich halt noch einen halben Browser-Screen drauf hinkriege, oder ich müsste noch einen Bildschirm kaufen, dass ich den halt denn da irgendwie so hinmachen kann. ja, und ich spiele halt auch viel auf Mobile. Und das ist ja auch noch mehr Krampf, wenn ich da irgendwie versuchen muss, noch einen zweiten Client irgendwie aufzumachen. Das sind halt aber meine Probleme, die ich mit Multi-Clienting habe.
würde ich jetzt so als Casual Player, der seine zwei Bildschirme hat und ich will darauf jetzt nicht noch weiter Twitch gucken, streamen oder YouTube gucken, sondern ich spiele da einfach. Oh, jetzt muss ich hier kurz schauen. Müsste denn? Wäre mir das wahrscheinlich egal, dann wäre es halt geil, dass ich meinen eigenen AM habe, aber. Ja. Genau, das ist einfach das Problem, dass ich mit Multiclienting habe, also. Ich bin jetzt nicht so, ja, so weiß ich nicht, Multi-Clienting muss unbedingt verboten sein, darf nicht sein oder so. Ja, das ist mir halt wurscht. Aber du bist halt abhängig davon. Und das halt, wenn du, wie gesagt, mein größtes Problem ist halt mit dem Handy. Wie gesagt, mit dem Bildschirm, das würde ich noch halt so hinkriegen, irgendwie, dass ich da irgendwie mir rauf projiziere, so dass ich alle 8 Minuten, wenn ich rebuffen muss, dann das halt schnell mache. Aber du musst ihn halt immer mitschleppen und alles so, ne? Und das ist ja, ich finde es als Psykeeper ist es mega entspannt, dass du halt einfach nur dein Main hast. Aber dafür hast du halt den Nachteil, so dir fehlt halt beim Gegen, bei oder falls du HNR spielen willst und so, da fehlt dir halt einfach irgendwo der RM oder du musst halt erstmal auch suchen. Also ich finde BP ist bei der Version von FLIF mega strong, auf jeden Fall. BP ist auch eine mega geile Klasse. Gehört bei mir auch zur engeren Auswahl für EU. Ich finde halt Psykeeper auch mega geil. Aber ich will nicht unbedingt nochmal das ganze Prozedere nochmal machen, ne? Weil das Gameplay, das kennen wir jetzt alle. Ist ein nices Gameplay, ohne Frage. Und du hast mega viele Möglichkeiten. Aber muss es nochmal sein für EU? Eigentlich nicht. Jester finde ich halt mega. Aber Jester, so wie ich ihn spielen möchte, eigentlich mit Auto-Attack. Du brauchst die Buffs, das ist ganz klar. Du musst immer ein RM suchen, immer ein RM parat haben. Für dein volles Potenzial, ne? Ich meine, klar, es ist immer möglich. Du kannst auch ohne, mit ein paar Monster-Level niedriger, ein bisschen weniger Erfahrungspunkte, klopfst halt ein bisschen länger oder so. Aber das will man halt natürlich nicht, wenn man halt das Ganze auch mit einem RM wesentlich angenehmer gestalten kann. 80%. Nee, wir schaffen es nicht. Über ein bisschen was trinken. Also so sehe ich das auf jeden Fall. Warum castet der nicht weiter? So, wieder keine Monster. Das nimmt natürlich auch EXP weg, ne? Und wir sind schon nur zu zweit hier gerade. Jetzt reicht der Spawn nicht. Der Spawn nicht so richtig aus. RM wird in EU auch strong sein. Mehr Cover Level 60 und dann easy farm. Ja, RM ist auf jeden Fall im Vergleich zu vielleicht PC eine richtig nice Klasse geworden. Also du hast einfach wesentlich mehr Möglichkeiten, auch dich selber zu finanzieren. Ne? Du musst nicht geiern mehr auf Equip oder betteln und so. Der Bruder geht dann in eine gefährliche Situation rein. Und du kannst mega easy Gigs farmen, ne? Als Hit and Run. Das funktioniert super. Mit Moonbeam und dem AOE. Leveln wahrscheinlich mega angenehm, wenn du einfach selbst für dich leveln willst. Muss sagen, die haben die Klassen schon, also fast jede Klasse hat für mich persönlich einen geilen Anreiz, also einen geilen Anreiz, ne? Also irgendwo für viele Sachen dann so Elementor Ranger, braucht man nicht weiter drüber reden, die sind einfach die Levelkönige, ne? Mit ihren Hit-and-Run-Skills, die sie haben, mit Slow und sowas alles, schon krass, krass gut. Jester, denke ich mal, entfaltet sich mit gutem Equip am Ende, gerade im Endgame-Bereich, so ab Level über 105, wenn du dein Equipment hast. Und auch PvP-mäßig, denn ja, einfach wahrscheinlich eine Maschine, denn was halt auch der Grund ist, warum ich es denn auf EU denn spielen möchte. Ja, Psykeeper kennen wir, sehen wir mit Satan und Gegen und Hit und Run und alles. Funktioniert natürlich auch 1A und wie man sieht, kann es auch mega angenehm ohne Buffs einfach leveln. Funktioniert eigentlich noch der Stun auf die Gigs mit dem BP-Skill, glaube Stonehand hieß der, funktioniert grundsätzlich ja.
Allerdings, wenn du einmal stunst oder halt so ein Debuff, wie auch Satanologie oder wie es heißt, hier raufhaust, bekommen die so ein Schutzschild. Shade Protection heißt das, glaube ich. Für, lass mich lügen, 10, 15 Sekunden. Und dann kannst du erstmal keinen weiteren Debuff erstmal raufhauen, also auch nicht mehr stun. Bis der abgelaufen ist und dann kannst du wieder stunnen. Also du kannst nicht in Stunlock halten, irgendwie Dauerstun. Das funktioniert nicht. Auch zum Beispiel, ich kann ihn als Psykeeper nicht Dauer Satan quasi, dass er nicht an mich rankommt. So wie hier mit den normalen Monstern funktioniert es ganz gut. 30 Sekunden, glaube ich. Beim Gig ist es denn nur, lass mich lügen, 4-5 Sekunden. Dann verschwendet es wieder. Und der hat Shade Protection für weitere 10-15 Sekunden irgendwie, wo ich dann nicht nochmal Satan wieder casten kann. Also ist schon ein bisschen anspruchsvoller. So. Der Dude braucht Hilfe. Können wir hauen einfach mal eine Bombe rein. Ein bisschen XP abzugreifen. 82%, 18% noch. 23 Minuten. Das ist eine knappe Sache. Ich glaube, es ist tatsächlich fast besser, wenn ich hier alleine level, ne? Würde ich jetzt mal ganz frech behaupten. Weil ich dann einfach mehr Monsterschaden, also töten kann und mir keiner die Spawns hier wegnimmt. Realisiere ich gerade so ein bisschen. Weil umso mehr Leute ist ja drauf geschissen, wenn ich dafür kaum Monster abkriege, wodurch ich die fette Erfahrungspunkte bekomme. Weil wenn die einen killen, weiß ich, dann kriege ich ein Fünftel oder so, als wenn ich die kille. Ne, wir bleiben jetzt erstmal bei dem Dude so ein bisschen, ne? Ist auch ganz angenehm, so einen Jester mal ein bisschen zuzugucken, wie der levelt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es halt einfach ein Jester werden. Wo ich halt Ranger. Ranger finde ich auch geil. Muss ich schon sagen. Aber da gefällt mir der Endgame Damage Output nicht so ganz. Also von One-on-One. Weil der ist theoretisch ja mit am geringsten. Jedenfalls von der Liste, die. Wie man mal bei Cameron gesehen hat, inwiefern das jetzt wirklich noch so dem praktischen am Ende denn so entspricht die Theorie, ist ja natürlich eine andere Sache. Aber bei den gleichen Voraussetzungen, die ja angeblich alle hatten, war der Ranger jetzt nicht so krass. Ja, dafür hat er halt auch Ranger Attacks und ein paar andere Skills, die natürlich sehr, sehr, sehr nice sind. In 80%. Dann pop mal die Dinger, geh mal Dark Illu und dann kann der ja eigentlich die ganzen Dinger hier aufmachen, aber den Trichter kommt da nicht oder hat er keinen Bock drauf. Hätten wir hier wenigstens ein paar Monster mehr. Ein bisschen kann man ja bei den in die Tagalog da sprechen immer rauslesen, ne? So ein paar Wörter, Browser, Dual. Reden die wahrscheinlich gerade über einen Dual-RM oder so, den sie bräuchten, die keine Buffs sind. Ja, Ranger ist nicht so das One-on-One-Wunder, würde sagen. Blade, BP und Jester machen High One-on-One-Damage auf jeden Fall wesentlich mehr als der Ranger, das muss man schon sagen. Man weiß natürlich nicht, was in Zukunft kommt. Ne? Muss ja nicht immer so bleiben. Kann auch mal sein, dass Ranger denn. Die hauen aber direkt beide auch rauf. Immer zwei Aggros und ein normaler. Aber.
Stirbt doch. Fehlt uns was an Schaden oder warum habe ich nicht mit einem Action-Slot gekillt? Müsste ja eigentlich locker drin sein, ja. Wer weiß, was das schon wieder war. Aber ich finde halt, Psykeeper würde ich halt auch gerne im Endgame im Siege spielen, ne? Wenn du dann so dein LG-Wand hast mit, wie heißt denn, mit Bomb-Damage plus 19 oder ich weiß nicht, was das Maximum ist, 25% oder so. Dann hast du noch ein Ancient-Schild mit Reflect-Damage, Cosio-Spell mit Reflect-Damage. Ja, das geht bestimmt krass ab. Dann machst du so einen richtigen Hybrid-Build, dass du so viel HP am besten hast, dass du eventuell einen Hop überstehen könntest, einen High-Hop. Für Reflect, damit er erstmal selber gleich drauf geht, aber du halt auch wenigstens so ein bisschen Schaden machst, dass wenn halt so ein Action-Slot dann auf einmal reinkommt beim Gegner, weil er stehen bleibt oder jemanden hittet, dass er dann direkt erstmal weg ist. So. Muss ja nicht, dass die Bombe, eine Bombe an sich viel Schaden macht. Das reicht ja, wenn so ein Action-Slot, der halt schnell reingecastet ist, dass er es nicht schafft, dazwischen halt wirklich das wegzuhealen. Ich denke mir, das könnte schon gut abgehen. In Shield ist halt Ela auch immer sehr beliebt. Auf jeden Fall. Da wäre mein Plan als Jester sowieso denn, auf mein Set überall Feuer plus 10 drauf zu haben. Auf das wir theoretisch kann man die doch Element raufhauen, oder? Das ist einfach, wenn die mit ihren scheiß Windfield ankommen, dass es erstmal nur halb so viel Schaden macht. Dann sollte das eigentlich erstmal ganz gut gehen. Aber ich glaube, das ist das einzige Element, was du so ein bisschen drauf achten müsstest. Wenn natürlich dann Blade kommt mit Wasser plus 10 auf seinen Äxten, ist mau, ne? Du, ich würde da ein bisschen abhauen an deiner Stelle. Der castet den Skill jetzt aber ganz schön oft, um ihn zu killen. Sag mal, der muss nur zweimal casten. So, einmal. Zweimal. Dreimal. Dreimal muss er den casten, okay. Sag mal, das ist jetzt natürlich NPC, ne? Multi-Stab-Schaden plus 13. Ach so, okay. Das macht natürlich Sinn, dass er die benutzt. Fähigkeitsschaden plus 10% hat er hier auch. Also der hat auf jeden Fall wahrscheinlich mit den... Oh! Der Bruder ist ein PvP-Arena. Der im Rank ja ganz oben mit war. Was? Coole Sache. Auf jeden Fall hat er, glaube ich, mit günstigen Mitteln so einen Weg gefunden, sehr geil mit dem Skill zu leveln, ne? Deswegen der Skill bei ihm so viel Schaden macht. Die Frage, ob er jetzt noch Upcuts down und sowas so anhat. Sieht schon lustig aus, ne? Ich meine, wenn du davon drei Stücke in deinen Action-Slot reinmachst mit Vitaldrink, Upcuts down, Activision und so ein Quatsch. Ja, du hast ja noch Melee-Block so ein bisschen, was das dich schützt. Das sieht erstmal sehr, sehr angenehm aus, muss ich sagen. Ich weiß nur nicht, ab wann der Skill eigentlich ist. Ist der schon ab 60? Oder 65? Weil der Skill ist ja theoretisch neu, ne? Ich weiß nicht, ob er irgendeinen ersetzt hat. Backstep oder sowas, ne, glaube ich. Werde ich mir dann auf EU-Release auf jeden Fall alles angucken. Ja, im besten Fall dann einfach die Jester und BPs mit Fokus auf den Ele. Weil der ist dann One-Shot durch Hop oder Saal. Jo, auf jeden Fall. Ele ist Food. Man muss halt immer nur aufpassen, dass man halt nicht so in seinen Windfield-Range kommt, weil allein der Debuff ist ja schon mal ultra nervig, wenn man keinen Scroll of Holy hat. So, 15 Minuten für 14%. Dafür müssten wir 1% pro Minute schaffen. Das schaffen wir nicht. Also wir kommen wirklich irgendwo bei 95%, schätze ich mal raus. Ding! Potion 3%, das hilft uns nicht weiter. Ich muss sagen, die Droprate von 4% ist echt gering. Geringer als ich gedacht habe. Ich meine, ich level ja schon wirklich immer fleißig. Ich hatte jetzt erst 4 Lightning Cut. Oh, ich habe sogar eine gekauft. Also ich habe erst 4% Lightning Cuts gedroppt. Könnte mehr sein.
AdaQ, ja, kannst vor SDR gehen, theoretisch. LG Nackel und Z-Game, ja, gut Crit-Rate dazu. Ja, ich glaube, da wäre die über ein 1-1-Bild. Das ist halt nur mal das Ding mit der Hitrate, ne? Und ein Follow, Ivan Bam. Danke für den Follow. Danke, danke, danke. Das Problem halt mit, wenn man halt pur STR und sowas halt statted als Blade oder Jester oder halt wenn man allgemein 1-1 levelt, dann ist halt immer so die Hitrate ein bisschen das Problem. Da braucht man dann schon ein gutes Set-Upgrade. P ist auf jeden Fall Vorteil von Stonehand, ne? Dass du die da so ein bisschen locken kannst. Dass sie dich dann vielleicht nicht angreifen so stark. Historic Bow. Zell 23kf Coin. Alter. Das ist über 450 Mio. 460 Mio. Vielleicht sogar noch mehr umgerechnet. Bei 10kf Coin. Also je nach Kurs gerade so 230 bis 250 Mio. Also fast sagen, das sind fast über 500 Mio, was so ein scheiß Historic Bow kostet. Imagine ein Drop davon, ne? Ich wäre reich. Bin reich. Aber nein. Komm, wir reden nicht drüber, über die Drops. Reden wir nicht drüber. Warum farm ich die überhaupt? Ich habe das Einzige, was ich durch Giant Hunting bekommen habe, ist extrem viel Minus EXP, wenn ich immer verreckt bin und durch irgendein Leck gestorben bin. Oder auch einfach, weil ich gefettfingert habe. Ja, Hitrate ist immer das Thema, genau, also eigentlich vor STR im Endgame, dann, ja, also wenn du so dein, wenn du so schaffst, dein Z plus 8 zu bekommen, dann ist Hitrate, dann brauchst du auf jeden Fall kein Dex mehr statten und sowas, dann hast du vielleicht auch ein RM halt, wie gesagt, der DGT oder hast du halt auf Maximum wacht. Gut, wir sind auf jeden Fall wieder alleine, was aber nicht stört, dadurch wir die Buffs auf jeden Fall hier haben, die sind... Das ist das Einzige, was wichtig ist. Das Einzige, was mich interessiert, Power Dice 8. Nice, wie viel Stück haben wir davon eigentlich, seitdem wir gelevelt haben? Wir hatten ja 0. Was ist das eigentlich für ein Ring? Lol, okay. Habe ich noch gar nicht so richtig im Shop gesehen, aber ich glaube doch ein, zwei Mal habe ich den gesehen. 4 Stück haben wir seitdem gedroppt. Ich hätte ja gedacht, dass im Dungeon die Draw-Rate allgemein von Power Dice höher ist, aber es fühlt sich nicht wirklich so an. Also, dafür, dass wir ja nun mittlerweile schon eine Weile hier leveln. Der will bestimmt in Party. Aber ich sag ganz ehrlich, ne? Also, mit umso mehr Leute, ja, der fragt jetzt gleich. Wanna join us? Wir sind hüp. Ja, dann gehen wir da rein. Bringen wir hier heute mal ein bisschen von Party zu Party. Wir haben einen Schaden, haut ab. Holy shit. So. Ja. Ja. Also. Das ist halt jetzt das Ding, ne? Hier kommen halt keine Monster mehr, denn. Also ich. Da ist schon das Problem. Ein RM haben die auch nicht parat? Ich one-shotte die nicht mehr, also mit einem Action-Slot meine ich natürlich. Ja, also ich glaube so ein... Ja, man braucht halt schon, glaube ich, für Gegen als BP, also als so eine Melee-Klasse. Ist, glaube ich, auch schon schwierig, ne? Also da brauchst du auf jeden Fall Equipment, schätze ich mal. Irgendwie so ein 60er-Set, was dir dann irgendwie HP-Rate wenigstens ein bisschen gibt. Vielleicht ein bisschen STA. Ein G-Nacke jetzt als BP zum Beispiel. Ich glaube, der bringt ja auch HP-Rate.
dass du so irgendwie auf 4, 5 KP kommst. Buffen kannst du dich natürlich selber, das ist auf jeden Fall ein großer Pluspunkt. Also ich habe auf jeden Fall schon gesehen, dass welche... Das ist auf jeden Fall nice, dass der Ranger hier die Larven alle tötet, dadurch... Mal so ein bisschen Monster hier. Ist ja schick, dass wir hier noch ein Blade haben. Wie wär's mal mit einem RM oder so? 9 Minuten, 11%. 10,5 besser gesagt. Knappe Sache. Ja, man müsste, ich weiß nicht, ob es dann langsam irgendwann vielleicht so eine Listen gibt, aber es ist natürlich auch schwer zu erstellen, wie viel so maximal Schadenausput bei welchen Bossmechaniken so man erwarten kann. Das variiert natürlich je nach Defense und Levelunterschied. Oder dass du halt immer sagen kannst, okay, der macht 5k Schaden, mit 6k bin ich gut dabei, das kriegen wir hin. Aber es gibt halt so ein paar Boss-Mechaniken, die musst du einfach ausweichen, weil sonst, ja, da kannst du noch so viel HP haben. Schwierig auf jeden Fall, da muss man noch Erfahrung sammeln. Für mich ist Giant Boo zum Beispiel tabu. Für den gehe ich auf jeden Fall nicht hin. Auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Da bin ich so oft gestorben. Der immer wieder zu dem geportet wurde und der mich irgendwie immer gleich one-hittet. Er steht auf meiner Liste. Wenn ich Level 100 bin, habe ich den Tod. Ich will nicht mal, ich heb nicht mal seine Drops auf. Einfach aus Prinzip. Hallo. Hi, ich habe überhaupt nichts mitbekommen. Flip Universe, ist das ein P-Server oder was? Nein, das ist ein offizieller... offizielles neues Flife, könnte man sagen, als Browser-Game von Gala. Das hat lustigerweise, hat einer aus der Flife-P-Server-Szene angefangen, auf Browser-Basis Flife, zu coden. Und davon hat dann Gala mitbekommen und den quasi sofort aufgenommen. Sofort nicht, das hat ein, zwei Jahre schon gebraucht. Und, oh, 75er ist der Teil. Ja, das ist im Grunde Version 7 von Flife, PC, so wie wir es kennen. Aber mega erstmal aufgehübscht, wie du halt so vielleicht siehst. Ne? Also das ist jetzt nicht Flife PC-Grafik. Da gibt es auch viele Einstellungen. So FPS-Schatten kannst du alles Ansicht, Auflösung kannst du Field of View. Sieht für mich ein bisschen komisch aus. Guck mal, so kann ich hier alles übersehen. Was? Also richtig angefreundet habe ich mich damit noch nicht. Womit ich mich angefreundet habe, ist Umriss. Das fand ich am Anfang gar nicht so gut, aber mittlerweile gefällt mir das eigentlich. Und es gibt viele Features, Anpassungen, alle Sachen, so wo man sagt, so vom Logischen schon, warum das bei Flife PC nicht so ist, ist hier auch Sachen wie Partyfinder, wie man das aus der P-Server-Szene kennt und so, sind hier auch Features. Also falls du Bock hast, lohnt sich das auf jeden Fall, das abzuchecken. Gib einfach bei Google Flife Universe Play ein, dann kannst du live spielen. Ist allerdings erstmal noch Early Access, das heißt einfach, dass es ein bisschen instabil ist, Bugs noch gibt und so, also ist erst seit ein paar Wochen raus. Und auch nur in der C-Region, also in Asien. Der Global Release ist noch ausstehend, aber man kann sich schon dafür präregistrieren. Ja. Ich denke mal, als Flife-Liebhaber oder wer es in seiner Childhood, so in seiner Kindheit gezockt hat, da lohnt sich das auf jeden Fall nochmal auf alte Nostalgie-Feelings so reinzugucken. Und das einfach mal zu genießen. Es ist halt einfach ein Flife, meiner Meinung nach, wie es halt einfach sein sollte damals, ne? Wie es hätte sein müssen. Gerade über die Zeit. Flife PC hat es ja nun ja nicht so viele krasse gute Updates gegeben. Gerade in der Quality of Life Richtung. Und wenn du hörst, dass in 4 Tagen rauskommt, ist das ein Meme. Ja, das ist in der Community von Flife Universe ein Meme geworden. Das Spiel allgemein 4 Days, also so dieses 4 Days Meme.
nicht zu ernst nehmen. Aber irgendeines Tages wird es auf jeden Fall 4 Days sein. Davon abgesehen. War ja mit sie auch so. Irgendwann war es halt wirklich tatsächlich einfach nur noch 4 Tage. Wenn es mehrere Jahre 4 Tage waren. Gefühlt auf jeden Fall. Ja. Schau es dir auf jeden Fall an. Also für mich ist Bock mega, auch wenn ich weiß, dass es nicht unbedingt gewiped wird, aber dass ich irgendwann den Charakter nicht mehr weiterspielen werde. Genieße ich trotzdem hier jede Sekunde und jede Minute. Jetzt einfach so dieses Life ist. Und ich damals als kleines Kind schon immer so ein bisschen geträumt habe, seitdem, auch wenn es sich mega nerdy anhört, so, aber es ist halt einfach so, ne? Was ich mir vorgestellt habe, einfach so ein Life ohne Uber, ohne den ganzen Stress und alles und irgendwie einfach mehr auch die Liebe in das Projekt gesteckt wird, so wie ich das halt auch so fühle, ne? So dieses Game. Und das war bei Life PC kein Fall der Fall. Die Frage ist, ob Schauten hier überhaupt viel bringt, weil ich weiß halt immer nicht, wie viel halt wirklich von diesen Shouts ohne, also es gibt ja kein Pre-Shout, sondern nur diese Channel-Shouts, danke Gala dafür, ob die jetzt wirklich aus der Dekan meinen, die Shouts rauskommen. Oder ob die Shouts, die wir zum Beispiel lesen, sowieso so eine Art Channel-Shouts sind oder sowas, oder Server-Shouts. Ich glaube, die normalen Shouts sind halt tatsächlich so ein bisschen regionbegrenzt, ne? Ja, gut, der hat hier wahrscheinlich nicht erwartet. Was sagt unsere XP? 93. Gut, noch bis über 2 Minuten. Ich habe zwar keine Ahnung, was er mit seinen Filipino-Gequatsche meint, aber ich glaube, wir sollen Channel 2 gehen. Hey, was ist mit dem los? Auf welchen Server geht man da am besten? La Wolf ist der vollste Server, da hast du aber als Europäer leider auch den höchsten Ping. Ja. Von daher würde ich dir empfehlen, Mia wird wahrscheinlich der zweithöchste von der Population sein. Und Glafan ist der neueste, also da ist wahrscheinlich die geringste Population. Aber wahrscheinlich auch den besten Ping, also da hockst du dann hoffentlich nicht so auf die 300 ms, so wie ich gerade, sondern eher so irgendwo bei 130, je nachdem, was natürlich angenehmer zum Spielen ist. Glafan finde ich chillig. Siehst du, Dakio sagt, Glafan ist chillig. Ist das bestimmt eine gute Einladung dahin? Das hier. Der sieht so aus, als ob er nicht. Iraki? Schreibt man, oder ist die 1 ein I? Ich hoffe. Danke auf jeden Fall für dein Follow. Mit Sprachbehinderung bei mir gerade. Hey, weiß man denn, wie viel es um künftige Updates im Fly-Universe stehen wird? Also wie es darum stehen wird, also geht das auch für Fly-PC weg? Also Updates bis jetzt war, seitdem es rausgekommen ist, wöchentlich 1. So richtige Patch-Notes. Als ein Call oder was? Ja, es ist doch richtig behindert jetzt, dass wir hier jetzt bei dem sind. Weil jetzt musst du hier wirklich um jeden Monster dich kloppen. Ich habe jetzt nicht 1% geschafft. Also legit ist es halt einfach, dass du, glaube ich, solo hier mit Party Skills am besten drauf bist. Am besten dran bist. Genau. Das zu dem Thema Updates, also bis jetzt wöchentlich auf jeden Fall. Geht natürlich jetzt meistens halt erstmal um Bugfixes und sowas, alles natürlich noch relativ Neues. Und vielleicht PC ist erstmal ein eigenes Ding, wovon würde ich behaupten auszugehen, ist ein eigenes Ding, was irgendwann abgeschalten wird, weil Live Universe meiner Meinung nach läuft erstmal einfach viel zu gut. Und ich sehe nicht einen Grund, jedenfalls als neuer PC
anzufangen, ne? Was einfach abgepackt ist. Wenn du natürlich jetzt einer bist, der erstmal ein paar Tausender reingecashed hast, ja, dann, ich weiß nicht, ob du da einfach so das halt aufgibst, ne? Das wäre dann wahrscheinlich der einzige Grund, was denn so ein Spieler an vielleicht PC hält. Aber wie die Population jetzt vorher, nachher mit Flipe Universe aussieht, meine, die war ja vorher schon nicht dolle. Ja. Also Glück will den Low Power Creep von Flipe PC hier nicht. Ja, also man muss natürlich beobachten, wie sich das hier alles entwickelt, ne? Aber am besten ist, glaube ich, wenn einfach hier jeder an einem Spot so ein bisschen bleibt. Also vielleicht PC, mich würde es jedenfalls wundern, wenn es trotzdem weiter länger bestehen bleibt hier, ne? Der, ich glaube, der kotzt gerade so ein bisschen im Strahl, jetzt weil wir hier sind. Der hittet hier alle an. Damit er die tankt, ne? Und wenn er dabei nicht selbst verreckt. Es ist TBH. Hat gerade geklingelt. Ah, ich bin gleich wieder da. Prost! Neuer Kaffee ist da. Nice. Ich sag ganz ehrlich, das lohnt hier so einfach jetzt nicht zu leveln. Ich krieg richtig wenig Erfahrungspunkte, weil ich einfach keine Monster abkrieg. Was ist nun los mit meiner Steuerung? Ja. Was Level Up würde ich jetzt natürlich noch mitnehmen. Dann würde ich vielleicht erstmal mal nach Quests gucken. Ne, das Level Up machen wir auf jeden Fall noch. Ist auch schon fast 13 Uhr. 0,06 kriegen wir jetzt so ohne. Was bringt dir Kaffee? Naja, verpackt natürlich noch. Aber bei uns ein bisschen das Problem hatten, dass der Kaffee leer geworden ist, was als Kaffee-Junkie, gerade als Schichtarbeiter, mega nervig ist. Und ich auch krampf denn irgendwie immer beim Bäcker welches geholt habe, was natürlich ordentlich kostet. Weil, was ist natürlich mit dem Paket Kaffee passiert? Es ist irgendwo unterwegs bei der Post hängen geblieben. Geil. Danke dafür. Aber jetzt ist es endlich da. Ich kill wesentlich schneller als du, Bro. Na gut, wesentlich würde ich gar nicht mal sagen. Er ist auf jeden Fall noch hingelaufen. Haut echt guten Schaden. Er hat bestimmt eine Historik. Der ist Level 78. Yo. Bestimmt mega gutes Equip. Oh, lehnt er ab. Er hat bestimmt mega krasses Equipment, er leuchtet alles, er hat auf jeden Fall gut von reingesteckt. Ey, ist das ein Kampf, ne? Also krieg ich doch meine EXP niemals voll. Hm. Beim Zoll gelandet wahrscheinlich, ja. Er sollte eigentlich aus Deutschland sein. Eigentlich. Hm. Ich war da noch ein bisschen Kokain dabei. Aber oh, ja, alles Cash für Fleisch gewesen. Muss ich mal gleich in mein Paket gucken. Ja, ich krieg hier. Du, also ohne Spaß, ne, das gebe ich mir nicht. Ich keinen Bock drauf.
Hat er eine Puba? Die Frage. Ich mache hier nicht noch meine Prozente voll für Level ab. Jetzt muss halt wirklich gucken, dass da keine sind. Also vorher hatte ich das Problem bei Antiquary, dass halt wirklich keine da waren. So richtig so eine Party, die levelt. Da hast du halt den Spawn, aber hier hast du den Spawn halt nicht. Okay. Da so ein bisschen. Stört uns vielleicht nicht. Ich glaube eher, wir stören ihn so ein bisschen, aber ist mir ein bisschen wurscht. Mal gucken, ob sie mich dann aus der Party rausschmeißen. Es hat auf jeden Fall Erfahrungspunkte gekostet, sage ich so, wie es ist. Umso mehr, umso beschissener ist es hier drin. Fördert auf jeden Fall nicht den Party Way of Life. Wenn man nochmal die Skills, das ist ja schon mal ganz nett. Der braucht halt ewig, um die zu AOEen. Mich ja belasten. Was sind denn das? Sind das Giants oder so? Oh, guck mal. Gibt er die aus den großen Eiern raus? Großen Jungs aus den großen Eiern? Dude. Wird man das auch bald voll? Das passt auf jeden Fall dann ganz gut mit dem Level-Up, wenn wir sowieso in die City zurückgehen. Und gleich noch gucken, wie viel Cash das ist. Ein paar Sachen können wir hier aber rausschmeißen. Und die Roach Lake, okay, das wäre jetzt sowieso noch einsammeln müssen. Aber hier das von raus. Das brauchen wir noch nicht. Das brauchen wir nicht mehr. Hier. Ich glaube nicht, dass es dafür eine Quest gibt, oder? Denn mit irgendwie 50, 60 Stück abgeben. Ich hoffe. Egal. Notsituation. Alarm. Nee. Okay, Entringen, die sind auch nichts mehr wert, ne? Die kriegst du nicht mehr los. 50k oder so, aber dafür für 50k brauche ich hier nicht einen Inventarslot belegen. Was vielleicht ein interessanter Drop wäre, wäre Bomb Damage noch auf einem Wand. Immer noch so viele Erfahrungspunkte. Immer, also selbst ohne Ampli mehr, als wenn wir jetzt bei gleich Leveligen in Darkon 3 leveln würden. Die Query. Der tut es weg. Der Spawn reicht wirklich gerade mal für mich, ne? Jetzt hier das letzte Monster. Genau dann spawnen die nächsten nach. So. Geschafft. Wie waren sie noch? Vielleicht noch nicht mal mitgekriegt, dass ich weg bin. Haben auch gerade mega gut NPC-Sachen, ne? Da kann ich mir fast noch mal 2 KF-Coins denn holen, nachdem ich das gesellt habe. Dark Hero Hell? Hier ist das gemacht, dass die Slotleiste mit F1 bis 10 Tasten aktiviert.
Mit 1 bis 10. Das kannst du in der Steuerung bei Optionen umändern. Genau, also dadurch das auch auf Oldschool-Feeling, weil es ja auch zu dem Theme so passt, ne? Weil so war das ja früher einfach. Und so liebe ich das auch, dann scrollst du hier bei Optionen auf Tasten. Und dann ist bei dir bei Taskleiste wahrscheinlich alles von F1 bis F10. Da klimperst du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rein. Und bei Taskleisten-Slot von F1 bis F10. Und dann ist das genau quasi umgedreht, wie es, glaube ich, davor war. Und dann ist es so, wie es früher halt war, ne? Dann kannst du halt dann auf 2 und so, dann ändert sich halt die Leiste hier denn. Und dann irgendwann dein für Siege dein Asa-IBP Equip umher switcht. nee, aber dann sollte es so sein, wie es halt bei mir ist. Und ich finde es so maximal angenehm. Muss ich nochmal die letzten 3% hier tatsächlich meine Power-Ups reinknallen. Warte mal, wir haben ja hier auch noch welche Seen gebundenen. Oh, holy. Seen gebunden. Um ein Log-Event quasi. Passt einfach viel mehr, ja, finde ich auch. Also ich weiß auch nicht, warum sie es umgeändert haben. Also ist so mega nice. Lucky Boy 90, Mahlzeit, ist das Office-Server? Ja, das ist Flife Universe, quasi ein neues Flife, aber von den gleichen Machern. Und auch von Gala Lab gepublished, also von den Machern von Flife. Aber halt einfach nur 1000-mal besser. Lohnt sich auf jeden Fall als Flife-Fan, wenn man nochmal Nostalgie führen möchte aus der Kindheit und sowas, wenn man es da gespielt hat, das mal abzuchecken. Ist zurzeit nur der asiatische Server online, als quasi als Early Access. Jetzt haben sie mich rausgeschmissen. Aus der Party. Die Säcke. Also da ist noch mit Fehlern zu rechnen und auch man hat ein bisschen höheren Ping, als wenn der Server natürlich in Europa stationiert wäre. Aber auschecken lohnt auf jeden Fall. Ist er sicher, dass es die gleichen Macher sind? Ich glaube das eher nicht. Also gut, Macher ist jetzt natürlich die Frage. Es ist von Snigo Technology oder Technology. Es ist ein Franzose, Aishiro heißt er. Der hat mit dem Projekt halt angefangen als quasi P-Server, dass das Game halt Browser basierend ist. Und er wollte immer Kontakt zu Gala haben, weil er das halt gerne lizenziert haben möchte von denen. Und genau das ist auch passiert, dass Gala ihn angeschrieben hat. Und ja, dann haben die halt eine Kooperation gestartet. Er ist jetzt aber angestellt als Head Developer, also als Entwickler bei Gala. So muss man theoretisch sagen, dass es halt von Gala ist, ne? Von Gala entwickelt ist. Aber so ist halt so ein bisschen kurz gefasst die Story, so wie ich sie mitbekommen habe. Es ist jetzt nicht genau von den gleichen Entwickler Menschen, die halt auch Flife PC gemacht haben, ne? Es sind halt andere. Aber sie sind halt mittlerweile dann doch unterstellt, schätze ich mal, in Gala. Jedenfalls wirkt es so. Gala hat da halt auch Stimmrecht und alles. Weil so die Grundideen, wie damals Aishiro, der das halt entwickelt hat, geschrieben hatte in welches Forum waren das nochmal? Auch in so einem Gaming-Forum, wo Flife halt eine Community hatte. Der hat halt gesagt, so und so soll das halt aussehen, das Projekt, auch später, wenn es offiziell ist, quasi. Aber so ist es nicht. Also zum Beispiel, dass es halt nicht Pay-to-Win ist, dass im Cash-Shop, er hat halt geschrieben gehabt, dass im Cash-Shop nichts verkauft werden soll, was den Progress, also halt den Fortschritt vom Spieler, positiv beeinflusst. Und ich sag mal, schon allein sowas wie Upcuts-Down oder sowas mit 20% mehr Angriff, das ist ja schon huge, so, ne? Es sind halt einfach 20% mehr Angriff. Ist ein Thema, worüber man länger sprechen könnte, aber ja, so muss man halt irgendwo sagen, dass es halt dann doch von Gala ist, aber nicht von den gleichen Macher als Personen, schätze ich mal. Wie es jetzt aber im Gala-Dev-Hauptquartier aussieht, weiß ich nicht. Aishiro, der das halt, wie gesagt, alles gecodet und programmiert hat, ist ja auch bei Gala in Südkorea denn hingezogen. Ist ja, wie gesagt, ein Franzose eigentlich. Ja, um mit denen da zusammenzuarbeiten. Wir wollten,
Oha, Historic One mit einer Spirit Bomb? Ja, ist. Oha, Digga. Holy shit, Alter, wie viel Schaden ich damit machen würde. Stimmt viel. Wir haben jetzt hier das Problem, dass wir den Spot haben, aber keine Party-Skills mehr. CO 320 Mio. Das ist aber relativ wenig im Vergleich zu den anderen, der clean war. Da war doch der CO wesentlich höher, oder? Bei 23k F-Coins. Hatte der eine Erweckung drauf gehabt? Voltage, Sears, schön, dass du wieder dabei bist. Ich hätte jetzt echt gehofft, dass wir hier nochmal eine Party mit Skills finden für die letzten 1-2%, um auf jeden Fall noch ein paar NPC-Sachen zu machen, aber Glück ist nicht auf unserer Seite. Kannst du mal dein Gear zeigen? Auf jeden Fall, warte, ich gehe mal kurz gleich aus der Range von den Akkus hier raus. Und hätte die auch nicht mehr, aua. Mein Gear haben wir vorhin am Anfang vom Stream noch ein bisschen geupgradet. Also pass auf, ist jetzt mega krass. Angel One plus 7. Mid In plus 1. Ist nett, ist okay. Ist kein Hiss Wand, ist auch kein Spirit Bomb Damage drauf und so. Da kann man sich natürlich tausendmal noch verbessern, aber nicht schlecht. Zen Shield plus 4 habe ich mit S Protect Low und ein paar Power Dice so ein bisschen hochgepusht gehabt. Dann Intelligenzring plus 9, da hat man mega Glück gehabt. Ich glaube plus 8, plus 9, das ging geführt mit 1, 2 Versuchen. Also 2 ist es ja mindestens. In Demol plus 8, Mental Necklace plus 8, Demol plus 8. Endring plus 9, da hatten wir auch gutes Glück gehabt. Das Set ist plus 5 und wir haben mittlerweile 3, 4% Lightning Cards drin. Ja. Und Cloak of Int und das Blue Set. Mit 8% Speed. Als kleines Comparison dafür, dass wir die meiste Zeit ohne Buffs rumlaufen. Genau, das ist so ein bisschen das Gear, was ich mittlerweile habe. Man kann auf jeden Fall sehr, sehr angenehm damit leveln in Kombination mit den CS-Stuff. Und was machst du in der Mine? Leveln. Also du bekommst hier legit doppelt so viel Erfahrungspunkte wie Level 87er in Darkon 3, also Antiquary wäre das. Ja, wir bekommen hier das Doppelte. Statt 0,03 ohne Ampli bekommen wir hier 0,06 meistens. Oh! Hast du leider ein Timeout kassiert? Ich habe erstmal so eingestellt wegen Links, dass man die nicht einfach posten darf, weil ich jetzt nicht wusste so genau, was mich so erwartet, ne, von Bots oder sowas. Weil ab und zu kommen hier so eine Follower-Bots, die halt so Links reinposten, dass ich da irgendwo so Follower kaufen kann und so ein Quatsch. Deswegen tut mir auf jeden Fall leid dafür. Du müsstest mich einfach nach Permit fragen, also Ausrufezeichen Permit würde ich eingeben und deinen Namen, dann könntest du einen Link posten. Oder du fragst mich. Boah, ja, einfach was du posten möchtest. Ja, wie gesagt, weil ich halt nicht wusste, inwiefern das jetzt hier bei Twitch wirklich schlimm ist mit irgendwelchen Bots oder so, die mich dann hier volltexten oder so. War ich nicht in einer Party mit Link Attack oder so? War ich die ganze Zeit, wurde ich aber rausgeschmissen. Das Problem hier mit einer Party, die ich vorher hatte, war, dass die Monster einfach nicht ausreichen. Ne? Sobald du hier zwei DDs hast, hast du das Problem einfach, dass die Monster nicht so schnell respawnen. Die Eier zu poppen, da muss ich echt wie so ein Zwölfjähriger immer wieder drüber über den Satz lachen. Bringt halt ein bisschen die Gefahr, dass zwei, drei Aggros spawnen und dich gleich umnieten. Also es ist ja einfach am geilsten, wenn du halt einfach eine Party hast mit Skills und du hier für dich alleine ein bisschen levelst. Weil wir haben vorhin, habe ich mit einer Ampli noch gelevelt gehabt, das ging eigentlich recht zügig.
Das Problem ist, dass immer mehr Leute in der Party hergekommen sind und ich keine Monster mehr abbekommen habe. Und es war ganz nett, wenn die anderen ein bisschen was killen, dann kriege ich so 0,2 mit Ampli. Aber ich halt selber einen kille, bekomme ich 0,1. Also wenn die anderen einen killen, 0,02. Na, so halt ein Fünftel. Und es macht halt dann aber keinen Sinn, wenn ich ständig immer wieder warten muss nach dem, auf dem Respawn. Weil die anderen gerade alle einklatschen. So, es wird immer heißer. Deswegen verrecke ich hier einfach mal, weil so heiß ist, Bruder. Das war knapp. Ein Crit zu viel und wir wären weg gewesen. Okay. Aber wir haben es auch gleich geschafft. Wir haben es auch gleich geschafft. Umabi, moin. Welche Skills hattest du, Alk, in welcher Order als Mage geskillt und gemaxt? Man muss erstmal bei mir sagen, die meiste Zeit habe ich mit Strong Wind gelevelt gehabt, weil es da noch OP war. Da war der Rückschlag wesentlich doller, sodass die Monster nie an dich rangekommen sind. Habe ich mir immer Erdelement-Monster gesucht, weil ich da die meisten Schaden hatte. Und ich hatte einen Wand bzw. einen Stuff, der diesen Waffeneffekt hatte, mit Strong Wind Bonus. Also ist denn hier so, es gibt ja halt so manchmal Waffen, so wie die hier, die dann von deiner Klasse höheren Schaden von einem bestimmten Skill geben. Dadurch musst du natürlich gucken, variiert das, falls du irgendwie so an so einen Mental Strike plus 20% oder 19% oder 15% oder sowas bekommst. Dann würde ich natürlich sagen, okay, max den Skill und level damit erstmal mega entspannt. Weil besser kannst du es nicht haben. Ansonsten würde ich wahrscheinlich mir zwei Lanes aussuchen, die irgendwie ein bisschen geil sind. Zum Beispiel Feuer und Wasser und die durchmaxen. Also den ersten Skill nicht. Aber den zweiten dann jeweils. Den ersten, die ersten Level würde ich wahrscheinlich einfach so mit Mental Strike auf Max. Musst du natürlich ein bisschen gucken, halt so, was bei dir alles so hergibt, was auch Action Slot betrifft. Oder Refresher Hold. X Sanka X, danke für dein Follow. Sehr, sehr nice. Danke, danke dafür. Genau, da müsstest du einfach mal ein bisschen gucken. Was auf jeden Fall, welchen Skill ich noch empfehlen kann, ist Hot Air. Können wir auch gerne nochmal kurz ausprobieren, damit ich dir zeige, was er denn überhaupt so bringt. Ist jetzt natürlich doof, ist jetzt ein Feuerskill und auch ein Feuermonster. Das heißt, volle Schadenpotenzial kommt nicht raus. Aber es ist ein Damage over Time Skill. Das heißt, wir machen jetzt hier einmal 3,5k in meinem Fall. Und jetzt kommt wieder 700, 700, 700. Das ist halt jetzt mittlerweile langsam auch schon mehr als so eine Spirit Bomb bringen würde. Musst du mal gucken, wo du das dann halt zum Beispiel einsetzen kannst beim Leveln. Wenn du zum Beispiel nicht schaffst oder so weit höher über dir levelst, dass du sie mit einem Action Slot zum Beispiel nicht killst oder mit mehreren Casts von einem Skill, dann lohnt es sich auf jeden Fall, oder Giant Hunting zum Beispiel, lohnt es sich auf jeden Fall den Skill zu benutzen, weil der über die Zeit auf jeden Fall viel Schaden macht. Dass du den quasi als erstes castest und dann haust du noch mal ein paar andere rein. Ansonsten habe ich persönlich gerade am Ende, so ab Level 50, habe ich meistens nur noch mit Springwater und Firestrike. Also die beiden hatte ich auf Max, glaube ich, gehabt. Und dann habe ich jedenfalls bei dem Element, wo ich am meisten Schaden damit mache, also bei Wasserelement natürlich gegen Feuermonster, und habe den da halt so gelevelt. Ja. Also ich finde, am wenigsten bringt es natürlich, wenn du jetzt irgendwie gerade sagst, oh, ich kämpfe jetzt gerade mit meiner Party irgendwie gegen Lightning, also gegen Strommonster. Deswegen mache ich jetzt irgendwie Erde und da 10 Skills rein und dann da 10 Skills rein. Und so 10 Skillpunkte. Was ist denn? Wie lange hält der Debuff eigentlich? Wir können gleich nochmal gucken. Also man sollte sich irgendwie für eine Sache auf jeden Fall den Level Up für eine Sache entscheiden, meiner Meinung nach. Strong Wind braucht man auf jeden Fall nicht mehr. Den Skill haben sie jetzt ordentlich runtergesetzt. Und GZ, danke. Jo, danke. Wie Pesha und Akti sind bei Major das größte Problem. Ich sag mal so, sie erleichtern das auf jeden Fall massiv, wenn du das Geld oder die nötigen Mittel dafür hast. Ne? Also, sag mal, die drei Sachen sind zusammen mega strong und pushen halt dein Level, dein Feeling einfach dabei so mega hoch, als wenn du es dann natürlich nicht hast. Ja. Ich hoffe, das hat deine Frage so ein bisschen beantwortet. Wir hauen jetzt hier ab aus der Main. Wir gucken mal ein bisschen beim Verkaufen, was wir jetzt an den ganzen NPC-Quatsch
verdienen 7,6. Das schmeckt. Guck mal, für 45 Mio könnten wir vielleicht mal ein bisschen schauen, denn ob ich 2 KF-Coin rankriege, dann habe ich wieder ein bisschen Power-Ups. Was ist so am Leerwerden?